So, das sind wir wieder in alter Frische. Ah, die Racks stehen schon sehr schön. Ich hol mir. Also, ich mache mir jetzt mal einen Eintopf, weil ich brauche das. Echt, ich nehme einfach mal das Meat und schau mal, wie viel es bringt. Dried meat fresh. Eat. Voll. Alter, ich hatte nur noch so einen kleinen Strich unten und ich habe einmal Dried Meat gegessen und ich bin voll, was das Essen angeht. Wirklich? Also ja, also rein vom Dann Essen her essen. bringt das, ja, mein Essen war unter einem Viertel, ein Dried Meat gegessen, voll. Okay, das ist cool aber trinkt natürlich bringt's nichts. Nein, da nehme ich einfach nur mal den Ding hier und schaue, ob man das nicht, also einfach boilen, kochen. Und Leben, hast du irgendwas bekommen oder hast du eh volles Leben gehabt? Leben hatte ich schon voll. Okay. Das kann ich nicht sagen. So, Topf auffüllen für schlechte Zeiten. Zack. Ich finde es echt super, wie ich einfach den vollen Topf ohne Deckel einfach mir so in die Hose kipp und das bleibt da. Passt sehr gut. Also ich bin voll. Ich gehe jetzt mal den Strand erkunden. Passt, ich muss mir noch kurz Essen Wasser boilen und dann gehe ich auf Baumstammerjagd. Oh, ich hab was richtig Geiles entdeckt. Ein Spiegel. Fast so gut, aber hier unten, da Ja. können wir uns nämlich einen kleinen Bunker bauen. Oh, das ist cool. Kommen wir mal runter. Warte, ich muss was auf meinen Trink warten. Du kannst schon runterkommen, wenn du magst. Danke. Was kostet nur auf ein Orges Wasser, bitte? Ein richtig gutes Wasser. So, getrunken. Dann gehe ich es mir noch einmal ganz schnell Nein, auffüllen und dann bitte. komme ich. Ich muss, sonst vergesse ich nachher wieder. Du brauchst das nicht. Komm her, ich will nicht ewig warten. Ich muss weiter. Voller Zeitplan. Ja. Ja, was, ich komme. Ich komme dir entgegen. Oh, bergauf. Oh, ich bin auch nicht Komm mehr jetzt. müde. Ich bin schon am Weg, Mann. Vollsprint. So, schau, wenn wir da runtergehen. Da kommen die ganzen Dinger immer her. Schau, da. Und dann glaubst Ja. du da drüben. So, und dann können wir da reinschauen. Und hier sind wir eigentlich ziemlich safe, weil das ist nur eine kleine Nische, wo sie rein können. Und wenn wir da halt eine fette, also eine Mauer bauen mit einer Tür oder sowas, können wir notfalls hier verschanzen. Und man Ja, kann. stimmt, da könnte Und man schau, und so schau. eine Art Panic Room Ja, machen. und du kannst dann hier noch runterrutschen auf die nächste Ebene. Ja, ich glaube, man kann sogar, wenn ich hier eine Plattform baue, könnte ich einfach ein Seil hier runter machen. Dann können wir eine Wand Ja, zumachen genau. einfach. Weil ich glaube, ja, und hier müssen wir einfach zubauen. Genau. Und dann machen wir halt dann ur viele Dings rundherum. Weißt du, also ur viele Schutzmechanismen und Wände halt, ja. Ja, na, gute Idee. Das müssen wir wirklich halt ausnutzen da. So. Ach, am Strand. Ist das schön. So, ich gehe jetzt mal entlang und hinten. Ah, da ist schon Schnee. Interessant. Ja, wenn du so ein bisschen Schnee ist, kannst du rein, du kriegst dann eh die Anzeige, dir ist kalt, bla bla bla, dann müsstest du halt wieder von dort verschwinden, weil dann verlierst du ständig Ja. Gesundheit. Wie ist das eigentlich? Weißt du, dass du mit Turtles stellst, muss man die Turtles zerlegen oder liegen die einfach am Strand? Na, du musst eine Turtle finden, erledigen und dann einfach häuten, dann kriegst du die Turtle Shell. Okay, ich kraxel da mal im Wasser rum, aber. Nein, die sind, soweit ich weiß, sind die nicht im Wasser, sondern eben am Strand. Das sind, findet man nur an Land. Das macht's einfacher. Aber halt in der Nähe von Wasser. Und hier ist ein eingeborenes Dorf. Ich sehe schon so ein Effigy. Hier ist ein Koffer. Ja, mach dir kaputt. Ich mach's Denn den lieber. Alkohol brauchst du eh zum Ah, Verbessern nein, für die das ist Waffen. kein. Das ist ein FedEx-Karton. Ah, da ist was drin. Da ist Elektronik drinnen. Circuit Board Collected. Ah, die brauchen wir dann später für Sprengstoffe, die auch wichtig sind. Ja, wollen wir gleich eine Bombe bauen, so. Pass auf jetzt da. Ja, Circuit Board. Da ist überall Elektronik drin. Und hier ist ein Effigy. Ich muss mir das genau anschauen. Circuit Board.
Das ist so geil, wie einfach auf den Karton back drauf fetzt und dann ein intaktes Circuitboard findet. Aber cool. Ja. Ja, FedEx wird hoffentlich keine kaputten Circuitboards verschicken. Nein, aber er haut Folgendes mit der Axt rein, weißt du, was ich meine? Ja. Shit, shit, da ist was. Okay, so eine Frau. Nichts gegen Frauen, aber ja. Ich bin voll mit Circuitboards, ich kann das nicht tragen, das letzte. So, soll ich die. Ich werde die Frau da jetzt, ja, Ja, wir unterweisen. brauchen eh noch Schädel. Und soweit ich gehört habe, haben Frauen sowas. Soll ich die ganze Zeit dahertragen oder was? Ja, kannst eh sprinten mit der Vollgas. Ich mache nur kurz deren Effigy kaputt, ja? Ja. Auch wenn du es nicht einsammelst, wie gesagt, einfach kaputt machen. Ist schon gut. Man kann sich kaputt machen, das ist irgendwie so ein Special Effigy oder so. Echt? Ich weiß nicht. Zweimal musst du manchmal draufhauen. Wenn Nein, es dann es eh. geht einfach gar nicht, so als wäre es nicht da, ah, als wäre es Ach Luft. so, dann kann es sein, weil sie, dass ich das schon mal zerstört habe und es halt bei Ich dir glaube, so ein hier warst du nicht. Anzeigerfehler ist. Dann weiß Ich habe ich's einen neuen nicht Busch genau, was es gefunden. ist. Eine neue Art. Ich weiß nicht, was das ist, was das kann. Und es rollt einfach weg. Okay. Vollgas auch noch. Passt. So, und die Frau, die ist wirklich alleine und die kraxelt da den Strand entlang. So, ich muss dann auch die Circuitboards zurückgeben, weil ich will dann eigentlich das letzte einsammeln. Aber wo soll ich die hinlegen? Für solche Sachen kann man sich, glaube ich, ein Regal bauen, wo man solche Sachen einlagern kann. Aber ja, so weit sind wir noch nicht. Okay, ja, wurscht, dann musstest du dann einsammeln. Oder ich lasse einfach mal liegen. Ich nehme an, die werden auch nach einem Tag oder so wieder respawnen. So wie die Koffer. Also ich will jetzt mal. Da ist ein riesen Es ist Strand ein ab da. Nein, Riese! ja, ein Riese ist überall. Nein. Schauen wir mal, hier habe ich eine riesen Strandfläche, sag ich mal. Ja. Aber. Oh, pff, nein! Nein! Ganz viele Graue. Ich gehe einfach ins Wasser. Ja, bitte Oder? Nein, das sind Eingeborene. nicht zu unserem Lager locken. Wie kann man sich hier ducken? Okay. Aber Ja, klar. sie rennen einfach Richtung unser Lager. Okay, cool. Sie haben mich nicht gesehen, ich renne einfach weiter. Aber ist das Meer eigentlich sicher oder nicht? Sozusagen das Meer zwischen Inseln sollte sicher sein. Das Meer außerhalb, da können Haie und Krokodile und sowas drin sein. Also ich sag nur, es kommen ultra viele zu dir hingerannt. Aber alles Eingeborene. Was, die Grauen oder die Menschen? Ganz normal Eingeborene. Keine Bastarde. Die sind noch normal. Okay, also jetzt bin ich dort, wo es schneeig wird. Das ist zu kalt. Okay. Ich sag's nur, ich dokumentiere nur, was ich hier sehe und Ja. fühle. Und ich kommentiere, was ich dabei fühle. Hass. Komplettes Desinteresse. Es gibt keine Turtles. Ich hätte gerne so eine Anzeige, wo man sieht, wie weit der Tag schon fortgeschritten ist, weil. Ja, du kannst einfach so wie es. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, aber das geht. Nach oben schauen und dann siehst du die Sonne. Ich sehe keine Und dann siehst Sonne. du, wenn sie Richtung nach oben geht, ist es noch Vormittag, geht sie schon Richtung nach unten, ist Nachmittag. Okay, warte, ich bin jetzt irgendwo, das schaut aus wie das Ende der Map, weil hier. Schaut sich besonders, hätte sich irgendwie eine Mühe gegeben, was Schönes zu machen. Ja, es schaut wirklich scheiße aus hier. Ja, na, solche Hier Stellen kann man nicht gibt's. draufgehen. Hier kann man nicht draufgehen. Okay, das haben die Entwickler absichtlich gemacht. Man kann nicht draufgehen. Das reporte ich. Frechheit. Na, passt. Hier ist mal ein Ende. Kann man eigentlich auf die Schneeberge draufgehen? Weil, ich meine, hier ist Schluss. Hier kann man einfach nicht draufgehen. Obwohl es steigungsmäßig eigentlich möglich sein müsste, weil es nicht so steil ist, aber An ich wusste sich einfach von kann man ab. auf die Berge raufgehen. Okay. Circuitboards. Crafting, ja, passt. Also nur zur Info, man kann maximal 5 Crafting Boards mitnehmen. Ah, Circuit Boards, sorry. Danke. Falls du es nicht wusstest. Ja, ey, passt dir. Soll ich den Strand wieder entlang zurückkommen oder soll ich ihn noch erkunden? Weil ich will jetzt mal landeinwärts gehen. Darfst machen, was du willst. Okay, ich will halt nicht verrecken. Auch das darfst du von mir aus. Ah, danke, cool. Na, dann ist alles lauern. Alles hudi-fudi. Ich will nur wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich zum Schnee hingehe. Das mache ich jetzt. Ja, hier ist es schneeig und kalt.
Mir ist auch kalt. Oder wird einfach der Rest warm? Ja, so. Jetzt ist weiße Weihnacht angesagt. Hohoho, ho, ho. Mir ist nicht kalt. Okay, er schaut sich mal die Hände an. So, aha. You are cold. Okay, das ist Arsch. Ja, ich bin vollgas cold. Habe ich irgendwas Warmes zum Anziehen? Camo T-Shirt. Es gibt eben gerade für Schneegebiet eigene Wärmeanzüge. Ja, aber ich hätte auch sein können, dass ich irgendwie so ein Hoodie habe oder so und ziehe mir den an. Dann ist alles nice. Hier ist auch ein bisschen andere Fauna als bei uns. Du meinst Flora? Ja. Oder Fungi, keine Ahnung. Irgend sowas. Experte spricht, wie man hört. Ja. Was ist die rechte Leiste? Also die innere ist quasi die Ausdauer und das äußere. Wie viel Ausdauer sich maximal regeneriert. Ui. Okay, also wenn einem kalt ist, dann nicht viel. Ja. Na, zuerst geht die Ausdauer leer und danach deine Gesundheit. Nicht so lecker. Passt es, ich komme zurück einmal. Ich hoffe, dass du nicht alles leer gefressen. Nein. Eigentlich in der Früh nach dem Aufstehen sozusagen einmal was hapschkern und dann vielleicht vom Schlafen gehen, aber so während dem Tag geht's eigentlich. Ja, passt. Ich muss sagen, hier ist eigentlich recht fad. Ich hoffe, du hast mir viele Schädel mitgebracht. Nein. Ich habe niemanden getötet. War da nicht irgendeine Frau? Ich hab's. Oh, da ist ein Wildschwein. Bitte renn nicht weg. Es rennt aber weg. Wildschweine Nein. könnten aggressiv sein. Ja, Da ich musst bin du auch aufpassen. aggressiv. Aber das ist ja urschnell. Jetzt steht's. Okay, ich muss mich anschleichen. Oh, das eine hat sich die Klippe runtergefetzt in seiner Angst. Ey, nur noch 70 Baumstämme, dann haben wir die Hütte fertig. Ja, hab's erlegt. Sehr gut. Ich bin so ein Meisterjäger. Master of Ja, Disaster. das ist wirklich ein Wildschwein. Bin gespannt, wie viel Meat mir das gibt. Boar Skin. Okay, Meat habe ich keins. Und wie viel habe ich jetzt? Zwei Meat, okay. Das reicht. Man kann nicht sagen, dass ich mit leeren Händen zurückkomme. Ja, ich habe Circuit Boards und Meat. Was machst du gerade? Hey, schau mal, wo ich bin. Schau zum anderen Berg rüber. Was? Wo bist du? Beim anderen Berg Ah, da. gegenüber. Hallo. Ah, hey, ich sehe dich gar nicht. Ich baue mir hier eine Hütte einfach hin. Ich sehe einfach nur deinen Namen. Ja, aber du kannst da schlussfolgern, wo ich dann bin. Nein. Ah ja, bestimmt du nicht. Jeder andere könnte es, aber du nicht. So, wo Ja. geht's hier runter? Wenn ich mich von 30 Kilometer runterrutschen lasse, dann ist das vielleicht auch nicht so klug. Ich muss jetzt aber wo runter. Ah, da lasse ich mich jetzt runterrutschen. Genau. Ja, einfach ganz. Ja. So, ich nehme auch ein paar Sticks mit. Ich meine, die brauchen wir eh. Passt. So, das ist eh gleich praktisch. Was ist das für ein Busch? Okay, da kann nichts. Das ist eh praktisch, dass ich gleich hier bin, weil dann kann ich mich ein bisschen umschauen. Was gibt es hier noch so für interessante Sachen? Aha, hier ist ein bisschen hoch. Ah!
Passt. Ein Lizard habe ich noch erlegt. Muss sagen, ich habe eh ein bisschen. Was? Ich kann kein Lizard Skin mehr tragen. Unerhört. Schau, da steht Fresh. Fresh. Das könnte ich alles essen einfach. Ich esse das jetzt einfach, okay? Nein, ich kann es nicht essen. Ich kann es nur equippen. Wieso kann ich es nur equippen? Hungry. Scheißdrücker. Ich will das essen. Kann ich das essen? Nein. Geht nicht. Ein Mutant ist wieder vor unserer Basis. Der ist aber nicht aggressiv, oder? Nein, nein. Ah, der kommt mir grauer vor. Die anderen waren ja so fleischfarben und der sieht wirklich grau aus. Und ein kleines auch neben ihm. Okay, Was ich ich. gönne mir einen getrockneten Fisch, weil ich so einen halberten Hunger habe. Ja, ich bringe eh wieder Essen mit, keine So, was Sorge. steht denn da jetzt? Dried Fish Fresh. Eat. Oh, und die Ausdauer macht das auch ganz voll. Also beide Ausdauerbalken. Ja. Sehr gut. Passt, ich komme mal dann tendenziell Richtung Lager. Aber ich meine, ich Ja. schaue mich noch ein bisschen um, weil wieso nicht, wenn ich schon mal da bin? Vielleicht Ja. gibt es irgendwas Cooles. Weil die ganzen Flusswege will ich da ein bisschen auskundschaften. Ja, das darfst du. Aus 5 Sticks und 2 Seilen macht man sich Schneeschuhe. Die braucht Aha. man, damit man im Schnee nicht versinkt. Aha. Mir ist nur Kalkhorn. Ja, das heißt wahrscheinlich, Ups. wenn der Schnee dann wirklich tiefer wird, dann geht nicht mehr das. Okay. Ja, ich schau mal. Boah, da wird's wieder dicht. Ah, wo sind wir denn jetzt? Ah, hier sind wieder Zelte. Ui. Ui, Warte, ui, warte, ui. sei mal ruhig. Ich höre was. Ich glaube, ich höre was. Hat sich so angehört, das wäre. Das ist ein Höhlenabstieg. New Animal Discovered. Ich habe gerade gar nichts gesehen. Wie kann er was discovered haben, ja wirklich. Aha, da hinten ist irgendwas. Okay, hier ist ein neuer. Wie kann ich mir schnell ein Wahrzeichen, also nicht Wahrzeichen, sondern so ein Ding bauen? Hier ist ein Riesensee. Ein Marker oben und auswählen. Ich habe gerade nachgeschaut, was dieser Warmsuit, der Wärmeanzug braucht. Ja. Der braucht ein Fell von einem Viech, das ich nicht erkenne. 4 Warzenschweine, 6 Hirsche, 8 Hasen, 2 Cloves und 2 Seile. Nice, also man kann sich den selber bauen. Ja, ey. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich wie die Rüstung zu so rechts, dass das so ein Ding voll macht. Okay, ich habe hier. Ah, weißt du, wo ich bin? Ich bin jetzt wieder in der Nähe von diesem Riesenloch. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Dort bin ich gerade. Cool. Passt. So, ich markiere nur diese eine Höhle da. Und dann komme ich zurück, weil ich glaube, es wird gleich dunkel. So, wie ist das nochmal gegangen? Das Buch und dann. Ah, ich kenne mich in Nüsse aus. Ich weiß jetzt auch, wie man das Inventar erweitert. Warte, wie kann man das schnell. Ah, ich hasse das. Wo ist das auf welcher Seite? Das will ich nicht machen. Ah, okay. Weißt du, wo das ist? Weißt du es zufällig? Nein, Stickmarker ist es, glaube ich, oder? Ja, Stickmarker. Ich habe jetzt ein bisschen im Inventar bei den Craften-Rezepten nachgeschaut, dass ich immer eine Sache reinklickt und schaut, was man damit craften kann. Ja. Zwei Sachen. Der Warm Suit ist nur ein Teil von dem Warm Outfit. Also es gibt dann noch für die Hände, für die Füße was. Also Boots und Gloves, eine Mütze gibt's und eben die Snowschuhe. Das sind alles separate Teile, die man extra machen muss. Ja. Das heißt, diese Mega-Liste, die ich dir gegeben habe, das ist mal nur für den Körper.
Wir brauchen dann nochmal solche mega langen Listen aus verschiedenen Teilen und Fällen, damit wir uns die anderen Teile zusammen. Mutant kommt auf die Basis. Ja, ich komme schon, aber ich habe keine Ausdauer und es. Ja, und es regnet auch noch. Aber ich komme mal zurück. Weil ich habe immer Angst, wenn es regnet. Keine Ahnung warum. Er hat mich aus den Augen verloren, aber er kommt weiter Richtung unsere Basis hin. Dann geh ins Wasser schwimmen. Zwei Kleine sind bei ihm, dann. Ich habe ihn im Blick und er dreht gerade wieder um. Ich komme schon, ich bin in 2 Minuten da. Der ist auf der normalen Route da oben, steht er gerade. Ja, ich komme schon. Ich komme nämlich von unten von dem kleinen Teich, weißt du? Ja, sie sind weg. Alter, cool, ich habe mich hinter unserem Bonfire versteckt. Und dann sitzt umgedreht und abgehauen. Ist halt die Frage, ob sie es wirklich, ob sie durchschauen können oder ob das wirklich als Versteck gilt. Nein, ich weiß, ich habe es gesehen. Er ist Vollgas auf mich losgerannt. Dann habe ich mich geduckt hinter dem Bonfire, halt, was sie zusammengehauen. Dieses Auge-Symbol war da. Und dann ist er auf einmal stehen geblieben, hat sich ein paar Mal gedreht und umgeschaut und jetzt ist er wieder zurückgegangen. Jetzt ist er weg. Aber es ist schon wieder extrem dunkel. Ja, und ich habe das Gefühl, ich muss den langen Weg gehen. Kannst du mir ein bisschen entgegenkommen vielleicht, weil wenn da Viecher sind, dann habe ich ein Problem. Ich sehe halt von mir aus überhaupt nichts. Ja, Nein, ich. nein, nein. Ich kann nicht weg. Es ist so ein. Zwei neue Mutanten sind da, die ich nicht kenne. Dann frag sie nach ihrem Namen. Okay, passt, jetzt geht's. Ja, wir brauchen wirklich die Lampen runter um das Wasser. So, aber ich bin grundsätzlich mal da. So. Okay, ich habe das Feuerzeug ausgemacht. Da sehen sie einen dann wirklich um einiges schlechter. So, ich bin einmal da. Ah, ich mache was zum Essen. Bisschen dauert es auch noch, bis wir schlafen gehen können. Ja, kein Problem. Hast du Hasenskins, einige. Ja. Okay, dann. Wenn du gegessen hast, sag ich's dir. Ja, ich will die Sticks da reinfetzen. Ich habe auch drei. Das waren meine Sticks. Einer fehlt noch. Egal, wir haben schon wieder Na, passt. acht mehr. Fertig. Ah, okay. Kannst du essen? Passt. Alles nice. Okay. Die Mutanten da hinten sind sie auf der Ding. Siehst du sie? Also da hinten laufen sie. Die Schädellampen, die leuchten immer, oder? Das ist Man muss praktisch. sie nicht anzünden und sie können nicht ausgehen, weil die halt nicht mit Blättern oder so, sondern mit Öl brennen. Deswegen braucht es halt auch sehr so viel Tree-Sap. Auf jeden Fall, mach mal dein Inventar auf. Ja. Und leg einen Hasenskin rein. Zum Kombinen. Ja. Und dann geh mit der Anzeige über das Zahnrad. Ja. Da siehst du, was du halt alles damit machen kannst. Warm Suit. Genau. Das ist halt für den Körper. Dann gibt es noch irgendwo Boots, Warm Boots und aus anderen Skin macht man sich die Gloves und die Haube und sowas alles. Aber was ich eigentlich zeigen wollte, ist, es gibt zum Beispiel aus dem Hasenskin drei Cloth und zwei Seilen kannst du dir ein Stickbike machen. Dann kannst du also doppelt so viele Sticks bei dir tragen. Warte ganz kurz, ich könnte mir ein Explosive bauen. Soll ich Solange wir es das? nicht brauchen, weiß ich nicht. Naja, aber dann ist wenigstens die Sachen weg. Naja, schau zuerst, dass du dir die Bags machst, damit du mehr tragen kannst. Okay. Muss ich das da drin kombinieren oder Ja. kann ich das? Also mach mal ein Hasenskin, drei Cloth und zwei Seile. Ich habe kein Seil. Also ein Seil kann man sich aus sieben oder acht Cloth machen. Ich weiß nicht, wie viel du hast. 82. Ja. Dann hau 16 Cloth rein, dann kannst du dir zwei Seile machen.
Passt, ich habe zwei Seile, was muss ich jetzt machen? Passt, ja, dann jetzt leg die zwei Seile rein. Ich habe aber keine Sticks. Brauchst du nicht. Zwei Seile, dreimal Cloth. Dreimal Clove. Ja. Und einmal Hase. Ja. Ja, wenn du das jetzt kombinierst, hast du Erweiterung Inventar für die Sticks. Okay, cool. Nur für die Sticks jetzt. Dasselbe kannst du jetzt machen für Steine, für kleine Steine und für Speere. Du kannst ja mehrere Speere sogar mitnehmen. Okay, aber Sticks ist eh gut, das ist mal cool. Ja, Ah, dann. für Rock bräuchte man Wildschwein und für den Speer bräuchtest du Wildschwein und Hirsch. Also ich speichere mal, ja. Ja.